geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und im heutigen Video ist deine Meinung ganz, ganz wichtig. Du musst mir nämlich nach diesem Video bitte in die Kommentare schreiben, was du zu diesem ganzen Thema sagst, was ist da einfach deine Meinung zu dem Ganzen. Denn es geht heute darum, wie EA FIFA 18 noch kaputter macht, als es eh schon ist. Ich finde, EA macht das wirklich nicht gut. EA geht da einen ganz falschen Weg. Und zwar habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass jetzt wieder ein weiterer 98er Ronaldo herausgekommen ist. Er hat ja auch 3 Tore gemacht. Das ist ja auch durchaus vertretbar, dass EA dann so einen Spieler veröffentlicht. Aber irgendwie ist das mittlerweile der 100. Ronaldo, Special Card Ronaldo, den es in diesem FIFA-Teil eben gibt. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind natürlich nicht 100, sondern es sind 8 verschiedene Ronaldo-Versionen. Und das ist meiner Meinung nach auch schon viel zu viel für einen einzigen FIFA-Teil. Und das Problem an der ganzen Sache ist einfach, wenn es zu viele Special Cards gibt auf dem ganzen Markt, dann ist das Ganze einfach nicht mehr interessant. Wenn du dann einen 98er Ronaldo hast, dann ist das irgendwie so, yo, gibt ja eh 8 verschiedene davon. Also irgendwie finde ich, dass dieser ganze Reiz an diesen Special Cards und so rausgenommen wird, wenn man einfach zu viele veröffentlicht. Und das macht EA in letzter Zeit einfach viel zu häufig. Ich meine, es ist schon klar, dass man zur WM auf jeden Fall Special Cards bringen kann. Ist ganz klar, aber sie haben in der Vergangenheit einfach so oft Ronaldos rausgebracht, die eigentlich gar nicht sein mussten. Ja, also das waren Team of the Week Ronaldos, wo du sagst, kann man schon mal machen, muss man aber eben einfach nicht. Des Weiteren haut EA, finde ich, zu viele Events raus. Dadurch, dass sie jetzt eben zum Ende von FIFA 18 nochmal dieses Event of Football raushauen, machen sie das Spiel irgendwie nicht wirklich aktiver. Ja, sie wollen so irgendwie verzweifelt versuchen, das Spiel nochmal interessant zu machen. Aber meiner Meinung nach sollten sie sich jetzt auf FIFA 19 konzentrieren und da einfach schauen, dass sie da auf die Community-Wünsche eingehen und dass sie da die Fehler, die sie in FIFA 18 gemacht haben, eben dann nicht mehr machen. Das Spiel ist einfach tot und das muss EA gerade, finde ich, akzeptieren. Und das tun sie einfach nicht. Sie ballern da noch irgendwelche Special Cards raus. Da ein Ronaldo, dort ein Messi, da irgendwas noch, damit das Spiel irgendwie noch aktiv bleibt und damit die Leute natürlich noch Packs ziehen und EA daran Geld verdient. Ja, natürlich, den Ronaldo kannst du dir auch kaufen mit Coins. Die musst du dir aber auch irgendwie geholt haben. Also erspielt haben oder halt eben durch Packs bekommen haben. Aber sie versuchen halt schon ganz klar irgendwie in die Packs was reinzugeben, dass man eben vielleicht noch das ein oder andere Packs mit Points dann eben zieht. Das Ganze tut dem Spiel nicht gut, das Ganze tut der Community nicht gut. Man wird einfach irgendwie dauernd aufgefordert, Packs zu ziehen, weil ja jetzt neue Special Cards draußen sind. Ich finde, EA sollte noch viel mehr in die Richtung von SBCs gehen und dort noch viel mehr machen, als sie eh ohnehin schon machen. Und des Weiteren sollten sie natürlich das Gameplay stärken und so, aber das ist eigentlich eher für FIFA 19 wichtig. Ja, ich finde, irgendwie sollten sie FIFA 18 gehen lassen, ja, akzeptieren. FIFA 18, okay, FIFA 18 ist aus, FIFA 18 ist tot. Wir konzentrieren uns jetzt auf FIFA 19 und schauen, dass das beste FIFA wird, welches wir jemals kreiert haben. In FIFA 18 hat EA einfach zu viele Fehler gemacht. Es wurden zu viele Patches reingehauen, die gar nicht wirklich nötig waren. Das Gameplay wurde die ganze Zeit in eine andere Richtung verändert. Das heißt, man konnte sich nie wirklich auf ein Gameplay einstellen. Das hat extrem vielen Leuten den Spielspaß verdorben und dann versuchen sie jetzt eben mit sehr vielen Events das Ganze noch zu retten. Aber wenn es zu viele Events gibt, dann wird jedes einzelne Event uninteressanter. Das ist einfach so. Wenn es 100 Events gibt, ist dieses eine Event nicht ganz so interessant. Es gibt ja noch 99 andere. Aber wenn es nur 5 große Events in einem FIFA-Teil gibt, dann ist jedes einzelne Event extrem interessant und wichtig für das ganze Spiel. Und dann kann dadurch eben immer wieder ein Hype entstehen. Aber nicht, es kann kein Hype entstehen, wenn man irgendwie versucht, wirklich alle 2-3 Wochen irgendwas Neues rauszuhauen. Weißt du, du musst wirklich dich konzentrieren auf große Events, finde ich zumindest. Ist für FIFA, denke ich, besser. In Fortnite machen die das ja ein bisschen anders, da tun sie schon dauernd irgendwie neue Sachen reinbauen. Aber diese großen Events sind für FIFA, glaube ich, das Entscheidende und nicht eben diese, ja, wir ballern da jetzt noch was rein, da eine Special Card, dort. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, sie sollten sich wirklich auf die Events fixieren, die auch wirklich Sinn machen und die auch wirklich einen realen Bezug haben. Ja, okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch meine Meinung so ein bisschen vermitteln. Es ist gar nicht so leicht, irgendwie das Ganze rüberzubringen. Ist mir gerade jetzt vor allem in der Aufnahme aufgefallen. Ich glaube, das war ein bisschen wirr und ein bisschen komisch durcheinander geredet. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare, was ihr eben von dem Ganzen haltet. Wie findet ihr, sollte EA das in FIFA 19 vor allem angehen? Sagt ihr jetzt ja, die sollen mehr Events machen, mehr kleinere Events, oder findet ihr auch, so wie ich, dass man eben sich auf die großen Events fixieren sollte? Und ist es besser, wenn EA extrem viele Special Cards raushaut, oder sollte das eine Rarität sein? Ich weiß nicht, ich finde halt, es sollte eine Rarität sein. Es sollte was Besonderes sein, eine Special Card zu haben. Und das ist es einfach nicht mehr. Und auch durch die Icon-SBCs im WM-Modus, das ist zwar geil,
Aber dadurch hat halt jeder eine Icon. Das ist dann das Beste, was du haben kannst. Du kannst dann irgendwie nicht mehr weiterkommen. Dieser ganze Road to Glory-Effekt, dass man sich eben selbst hocharbeitet, was eben auch der Sinn von Ultimate Team sein sollte, der ist, finde ich, in den letzten Monaten irgendwie komplett verloren gegangen. Okay, damit bin ich raus, Jungs. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.